Grundsätzlich geht es uns als Wirtschaftskammer Österreich darum, dass wir als kleine exportfokussierte Nation natürlich ein ureigenes Interesse daran haben sollten, Export zu treiben, unsere Waren und Produkte über die österreichischen Grenzen, aber auch über die europäischen Grenzen hinaus zu verkaufen, weil dort befinden sich im Moment die Wachstumsmärkte. Und ich glaube, es ist ein mehr als wohlstandssicherndes, wachstumssicherndes, aber auch vor allem beschäftigungssicherndes Instrument, wenn wir Freihandel betreiben. Neuer Protektionismus hätte fatale Folgen für Wachstum und Beschäftigung, und ich glaube, der Spruch, den wir uns heute auf die Fahnen geschrieben haben, ist, wir brauchen Handelsverträge und nicht Handelskriege. Zu Amerika vielleicht noch eines, was Sie noch nicht erwähnt haben, aber was wir schon des Öfteren hier auch Ihnen erzählt haben. Amerika, was die wenigsten, glaube ich, immer noch wissen, ist zum zweitwichtigsten Handelspartner Österreichs überhaupt aufgestiegen, nur von Deutschland an erster Stelle überholt. Aber wir haben inzwischen Frankreich, Italien, die Schweiz und andere Länder in den letzten Jahren mit unseren Exporten nach Amerika summenmäßig übertrumpft, und Amerika ist zweitwichtigster Handelspartner. Deswegen sagen wir auch immer, mit unserem zweitwichtigsten Handelspartner würden wir natürlich in Konsens treten, um Verträge zu verhandeln. Das wäre im Geschäftsleben nur allzu verständlich, dass wir mit dem zweitwichtigsten Partner überhaupt diskutieren. Eines könnte sich aus der neuen Politik von Trump aber vielleicht sogar positiv für Europa ableiten, indem er ja angekündigt hat oder es so quasi schon unterschrieben hat, aus dem transpazifischen Abkommen auszusteigen. Aus amerikanischer Sicht wäre das vielleicht eine Chance für die Europäische Union, hier an die Stelle einzutreten und sich noch enger mit Asien zu verbinden. Das könnte vielleicht wieder einen positiven Effekt auf unsere Exporte haben. Eine Zahl habe ich Ihnen noch versprochen. Die österreichische Wertschöpfung ohne Außenhandel im Jahr 2016 wäre um 130 Milliarden Euro niedriger ausgefallen. Jeder zweite Job in Österreich wäre nicht mehr zur Verfügung. Und 41.000 kleine und mittlere Betriebe könnten nicht Außenhandel betreiben. Das sind 98% aller Exporteure, nämlich 41.000 kleine und mittlere Betriebe. Und ich möchte hier noch einmal eine Lanze für die kleinen und mittleren Betriebe brechen, denn wir sind definitiv der Meinung, dass genau die kleinen und mittleren Betriebe die größten Profiteure von Freihandelsabkommen wären. An einem einfachen Beispiel erklärt, die großen, die bereits jetzt zum Beispiel schon in Kanada und in Amerika ansässig sind, mit einer zweiten Produktionsschiene, die nach Landesverpflichtungen und Regeln und Landesspezifika jetzt schon produzieren, haben nicht so ein Problem, weil die haben zwei Produktionsschienen, die produzieren einmal nach amerikanischen Standards und einmal nach europäischen Standards. Aber die kleinen und mittleren, die nur eine Produktionsschiene in Österreich haben, die exportieren wollen, die können sich es eben oft nicht leisten, extra für den amerikanischen Markt die Produktion umzustellen, sich extra nochmal zertifizieren zu lassen, extra noch einmal Zölle zu verkraften, die sie beim Import anfallen würden. Und ich glaube, dass das speziell diesen, aber auch im Agrarsektor zum Beispiel, diesen Betrieben helfen könnte. In diesem Sinne würde ich einmal den offiziellen Teil abschließen und Ihnen noch mit auf den Weg geben, was mich sehr, sehr freut, dass im neuen Regierungsprogramm ja ein eigenes Kapitel der aktiven Handelspolitik gewidmet ist, das genau, ich zitiere wörtlich, offene und stark exportorientierten Volkswirtschaft wie Österreich nahelegt die Erweiterung des Exportradiuses und auch nahelegt, ein Wirtschaftswachstum außerhalb der EU anzustreben. Und genau über solch ein Wirtschaftswachstum sprechen wir hier heute, indem wir eben gerade gehört haben, dass hier das größte Potenzial in den Überseemärkten zu finden wäre, und speziell in Kanada, Amerika und zwei anderen Ländern.